Tja, ich würde jetzt sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Sacrifice. Und ich kann nur Zyklopen opfern, oder was? Mann, okay, dann habe ich ja lang Knochendrachen verloren. Egal. Geist hier, Stufe 1. Schade, schade, schade. Wirklich sehr, sehr schade. So, jetzt ist aber die Frage, ob ich nicht noch einen zweiten verliere mit den ganzen Knochenkrieger, was da nur leben momentan? Ah, ich müsste mal den Knochendrachen da ein bisschen wegschicken. Na gut, wir riskieren mit. Da kriegen jetzt rein. Und ja, jetzt fliege ich mit D da mal weg. Und hau jetzt da mal. Obwohl, nein, ich mache einen Giftstampfer. Ist das gescheit? Ma, ich weiß nicht. Ich bin überfragt. Ich bin jetzt wirklich überfragt, wie ich da am besten mache, damit ich nichts mehr verliere. Wir probieren es so. So, was macht er jetzt? Du machst Running und nimmst die Beine in die Hand und laufst weg. Okay, Zyklopen. Zyklopen haben sie überlebt. Gut. Also schaut's gut aus für das, dass ich das jetzt verlustfrei irgendwie überstehe. Und er wird geheilt. Die Zyklopen werden geheilt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann ist jetzt echt keine große Gefahr mehr. Ein bisschen Erfahrung nur sammeln wieder mit den Geistern. Flaming Arrow. Reinbolzen. Einen Knochendrachen leider verloren. Ich müsste dem Zyklopen opfern, um den wieder zurückzukriegen. Außer ich würde irgendwo beim Schloss momentan eben wieder den Schwarzdrachen wegtun und irgendwelche Einheiten kurz in die Armee tun zum Opfern für Sacrifice. Aber es passt so schon auch. 1800 Erfahrungspunkte. Was soll's? Das passt. So, aber wo war der Tree of Death? Irgendwo war der ja. War der da drüben? Aha, der kommt. Was? Aha, der kommt da schon raus. Na, wo war der Tree of Death? Ist der irgendwo eingetragen? Na, aber es gibt da oben irgendwo einen Weg entlang. Very strong, ja, gut. Was gibt's da genau? Wie weit geht der? Wie weit kann ich da mit ihm mitgehen? Aha, da dreht er schon um. Also nicht gerade weit. Ma, wo war denn der Todesbaum? Ich hab echt keine Ahnung mehr. So was Dummes. Soll ich mit dem Schiff einfach rüberschiffen? Oder einfach durchgehen? Ach, ich würde sagen... Sein Ding echt wirklich vor der Held da ist nicht aggressiv. Der patrouilliert da einfach hin und her, tut aber nichts. Na gut, wir gehen einfach mal ins nächste Gebiet. Vielleicht war er da. Oder war er auf einer Insel aus, nur mal mit dem Schiff. Denn eigentlich bin ich da nur mit dem Schiff bis jetzt herumgereist, wenn ich mich ganz täusche. Ja, schon hätte ich da sicherlich die magischen Kristalle schon aufgehoben. Verwirrt ich bin. Was? Drachennest, Drachennest. Black Dragon Egg. Wii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 
So, der hat Leben 71 und der macht Schaden 65. Gut, also müsste eigentlich knapp überleben. Okay, macht sogar nur Schaden 14. Und du dann steht 13 da jetzt einfach. Na, kann er jetzt dann, okay. So, dann haben wir jetzt da aber coole zwei Schwarzdrachen. Die jetzt da bitte hinwegflammen über alles, was irgendwie nur geht. Und zwar... Ja, so geht er über die Knochendrachen und über die Beholder. Das passt mir sehr gut. Das passt mir sogar sehr, sehr gut. Runde 2. Da kommen wir gleich zuallererst die Underground Blades. Und dann... wieder zweimal Geysieren, dann leben da nur 8 Knochendrachen. Ja, ist glaube ich die beste... Ist glaube ich die beste Option, einfach der Geysier da. So, der Knochendrachen unten ist schon nochmal kaputt. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen Glück. Nachher macht es nur mehr Schaden, dann sterben da oben jetzt mehr. Ja, da leben schon leider 6. Gut. Du machst... Gehst da zurück und Verteidigungsstellung. Du reduzierst die Geister. Den kriegen wir, glaube ich, zum Angriff in der Runde. Ja, schaut gerade eigentlich bis jetzt ganz gut aus. Wie weit können die gehen? Moment, Speed 4, 1, 2, 3. Okay, der kriegen wir auf jeden Fall. Dann mach jetzt aber noch einen. Und die können gehen. Speed 2. Das heißt, die kriegen wir leider daher. Na gut, dann mach jetzt einen Abwartezug. Na! Na, die Schweine gehen auf meine Knights. Warum tun sie dies? Da, Knights. Flieht! So, dann du. Büscht da, ja. Ah, ich bitte Knochendrachen Glider rein attackieren sollen. Na, wenn sie vielleicht nicht zu meinen Knights durchgerannt. Es ist wirklich schade jetzt. Gut, wieder den Geist hier. Kann ich gar nicht mehr benutzen. Okay, Flaming Arrow. Ja, ist glaube ich die beste Option. Und Rage. Kann ich irgendein tollen Rage-Ding benutzen? Ja, am besten die Rüstung, hätte ich gesagt. Gut, dann du gehst zurück und attackierst da. Komm schon, attackierst halt so. Ist es gescheit, wenn er so attackiert? Am gescheitigsten ist, glaube ich, wenn er so attackiert. Ich weiß nicht, wie viel Schaden er frisst. Na, du gehst daher und attackierst so rein, ja? So, dann die Knochendrache muss ich jetzt am Leben lassen, wenn möglich. Geister attackieren? Na, das attackieren, würde ich sagen. Warum muss ich die Knochen auch am Leben lassen, damit die Zombies nicht durchrennen und die Black Dragons attackieren? Aber jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Riesenproblem. Jetzt habe ich ein sehr, sehr großes Problem. Die Black Dragons werden attackiert. Jetzt kann ich nur beten, dass die Black Dragons nicht viel Schaden von 382 Zombies nehmen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Vorher kommen nur die Zyklopen dran. Oh, Zyklopen, bitte. Macht, ja, kritischer Schaden. Und 612 Schaden. Na, das war er. Nö. Ich lade. Behindert. Weil er Fluch oben hat, Plague, hat er nämlich nur 650 Leben und dadurch ist er jetzt gestorben. Sehr, sehr schade. Na, warum? Ah, es ist behindert, im Gebirge da herumzuklicken. Hey, Moment, habe ich das... Hä? Wow, und das verfolgt mich nur weiter. Aber da ist noch einmal ein schwarzes Nest. Bald habe ich maximale Drachen. Okay, lass der jetzt da hinten bitte von mir ab. Hallo, der behinderte Kampf. Ma! Gut, jetzt haben wir einen Schwarzdrachen mehr. Vielleicht geht's jetzt. Die macht's aber offscreen. Ich will euch da nicht wieder langweilen mit demselben Kampf. Bis gleich. So muss es ausschauen. Die drei Black Knights sind egal. Solange da einer eben immer lebt, passt es. Die benutze ich im Kampf ja sonst eh so gut wie nie. Oh, das ist ein Level-Up. Aha, für ihn mal ein Level-Up. Underground Blades, mehr Damage, ja, auf jeden Fall. Sie ein Level-Up und zwar...
Na, gieß mal öfters einsetzen, bringt das eigentlich nichts. Mach mal Charges. Und bei uns Leadership erhöhen, hätte ich gesagt. Jupp. 880 Leadership ist verdammt viel. Immer die gleichen Dialoge. Immer die gleichen Dialoge. Seid mal zwischenspeichern da und wieder zurücklaufen zum Anfang. Was ist denn das da? Dragon Nest, das haben wir schon. Na. Wow. Sie sind überall. Sie sind echt überall. Oh Gott. Oh Gott. Moment, wie viele sind das? 16, vergiss es. Tschüss aus dem Gebiet. Wir haben einmal unsere drei Schwarzdrachen momentan einmal freigeschalten. Und jetzt ist aber das Dumme, dass der da hinten jetzt vermutlich das Gebiet bewachen wird oder campen wird. Das heißt, wir reisen jetzt einmal barbotes. Schaut aber gut aus. So, vier magische Runen. Kann ich damit irgendwas Tolles killen? Konzentration? Ne, das braucht alles 10. Das braucht 8. Das spare ich mir jetzt einmal wieder, bis ich mal so 10 nochmal dumm habe. Aber schaut wenigstens gut aus bis jetzt, muss ich sagen. So, Nebenquests gibt es ja auch nicht mehr viele. Die Hauptaufgabe interessiert uns jetzt eigentlich primär. Ist da oben der Baum des Todes gewesen? Das kann auch sein. Auf der Insel, da wo ich gerade mit dem Mauszeiger war. Vielleicht hat da ein Land. Er kann überall gewesen sein, denn ich weiß es einfach nicht mehr genau. Ja. So, wo bin ich jetzt? Da. Und da oben. Schaut mal so aus, als wäre nichts gewesen, ne? Was gibt's denn da? Da ist das Necronomicon irgendwas. Da waren, glaube ich, irgendwo Black Dragons als Feinde, oder? Ist jetzt aber egal. Wir gehen jetzt da mal an Land. Erkunden da ein bisschen. Ja, was ist da? Necromancer Quorum. At last, my spell of summoning has worked. Endlich, mein Zauberspruch der Beschwörung hat funktioniert. Actually, I came here by myself and your magic has nothing to do with it. You are out of your mind, old sorcerer. Eigentlich bin ich selbst gekommen und deine Magie hat gar nichts damit zu tun. Du hast den Verstand verloren, Zauberer. Das ist das, was du denkst, Sterblicher. Aber für alles. But for everything that somebody wills, a stronger will guides it. Ah, doch jeder Geist wird von einer noch stärkeren, oder jeder Wille wird von einem noch stärkeren Willen geleitet. Und ich habe dich beschworen. Nicht aus Zufall. I wish you to go to the Arachtapes. Oder Arachtapes. You will enter the underground beneath the pass and will find the Book of Evil. Do it immediately. I will do it. I will find the Bookmaster. Okay, haben wir ihn jetzt da verarscht oder hat er uns jetzt wirklich da einen Auftrag ergeben, irgendein komisches Buch für ihn zu stehlen oder zu erholen? So, wo bin ich denn da jetzt genau? Verwirrend. Da, very strong. 70 very strong. Das klingt aber nach einem ziemlich machbaren Kampf. Nein! Oh Gott. Jetzt war ich wieder verfolgt von allem und jedem. Was ist das da? Was kann ich da kaufen? Da kann ich Speed to Pirates and Robbers und bessere Goblin, Zombies. 5 bis 7, 3 bis 5. Okay, da könnt ihr mal megamäßige Zombies kaufen. Brauche ich aber momentan ehrlich gesagt nicht. Hat der Gegner aufgeben, wieder zu verfolgen? Ja, hat er. Gut. So, dann schauen wir jetzt nur da ein bisschen rum. Da gibt es anscheinend nirgends was. Da drüben die Geisterpatrouille. Könnt ihr aber, die kann ich glaube ich schon ausschalten, oder? Die schaffe ich. Schauen wir es uns an. Was hat die tatsächlich drauf? Das schaut so nach einem machbaren Kampf aus. Wir machen Plague. Und dann haben wir da aber Fire Rains rein. Das haut eh schon so gut wie alle Zyklopen um, wie es ausschaut. Fire Rain Nummer 1 und Fire Rain Nummer 2. Zack. Zyklopen weg, Dornen so gut wie weg. Die Gefahr ist damit eigentlich schon so gut wie gebannt. Noch ein bisschen, na, verzielt. Der hat auf alle Viere gehen können. Abwarten. Ja, jetzt ist die Geister überleben natürlich immer viel. Das ist mir schon klar, dass das nicht schwache Kreaturen sein. Also um den muss ich mich schon auch noch rechtzeitig kümmern. So, jetzt beschwert er hoffentlich nicht so viele Dornen, wenn es gleich 6 sein. 209, passt.
Gut, du fliegst darüber und machst den Giftstampfer. Boah, das zieht ja fast gar nichts ab. Du gehst daher und machst jetzt bitte einen guten Flammenflug. Komm schon, ich will dir... er macht keinen guten Flammenflug, warum nicht? Er fliegt an den Gegnern vorbei. Na gut, dann mach's wenigstens so, dass du zumindest einen triffst. Runde 2, Underground Blades, die machen jetzt ja mehr Schaden. Ja, eine gerade bedeuten viel mehr. Was macht man da jetzt am besten? Eisexplosion tötet die eigentlich ganz gut. 32 und das macht 28. Also vom Mana, das tötet sogar 49. Gut, also gegen Feuer sind sie anscheinend sehr empfindlich. Na, bomben ihnen einmal, aber Feuerbälle ins Gesicht. Gut, der Batzen ist also damit beseitigt und die kann ich so attackieren, oder? Wie viel Schaden nimmt er dann? Die drei Schwarzdrachen. 300, okay, das ist eigentlich viel. Gehst einen Schritt vor, dann kannst du die Ranken da vollständig attackieren, wollte ich sagen. Ah, schaffst du anscheinend nicht. Okay, wie macht man das? Die attackieren da rein. Puh, überleben die das? Sie müssen! Go! 300 Schaden. Und 100 Schaden. Ja, ganz knapp. Na. Attackier die Schwarzdrache. Attackier. Nein! Und wieder mal ist ein Knochendrachen weg. Sehr, sehr schade. Naja. So, du kannst jetzt eigentlich einmal die ganzen Schatztruhen aufheben. Da passiert da jetzt eh nichts mehr. Pit of Energy, den Zauber, den was wir absolut nicht benötigen. So, dann, was haben wir jetzt nur zur Auswahl? Ich würde mal sagen, den Schutzarmor auf ihn. Und Flaming Arrow auf den hinteren Batzen. Gut, dann breath einmal durch. 1100 Schaden, okay. Abartiger Scheiß immer. Ah, du die Ranke jetzt da oben, weil da beschädigst du nur meine Drachen mit. Du machst da ein paar tot. Komm schon, einen zweiten mag ich nicht verlieren. Ein zweiter wäre echt wertvoll. Und? Nein. Ja, er überlebt. So, was ist in der Truhe? Teleport, gut. Ich werde die Knochendrachen jetzt dann, glaube ich, wegteleportieren am Anfang der nächsten Runde. So, was ist, wenn das so... Ja, da brennt er beide nieder. Ha! Dann hätte ich mich oben ihnen positionieren müssen davor, damit es gut hinhaut. Ach, wir riskieren es. Benutzt Charges. So, dann abwarten. Und du fliegst da zurück und holst Mana. Nicht, dass ich da jetzt noch einen Knochendrachen verliere. Einen verlieren ist jetzt echt nicht so schlimm. Den kann ich irgendwann wieder mal nachkaufen. An denen soll es nicht scheitern. Black Dragons sind wichtig. Den will ich nicht verlieren. So. Sehr gut. Dadurch wieder einen magischen Kristall und eine Schatztruhe freigeschalten. Und... noch einmal 15.000 Gold freigeschalten. Feine Sache. Dann... was gibt's denn da? Yo, ho, ho, und ne Buddel voll rum. Na, Blödsinn, bei 1000 dried jellyfish. I haven't had guests for a long time. I get the impression that you were a pirate when you were alive. A true fact's never been told, human. I used to be a valiant pirate, but now here I am a very... common zombie, just like my brother. We were hit together by a yard during the